Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Front. Was ist denn das da im Himmel? Ey, was ist das? Okay, eigentlich wollte ich nur schnell noch ein paar Steine besorgen. Was ist das denn? Das ist ganz schön weit weg. Zu weit weg. Keine Ahnung. Interessant. Oh, jetzt komme ich da wieder nicht dran. Sehe ich da was auf der Map oder so? Ist es weg? Irgendwo hier hinten. Nee, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf unsere Angriff-Verteidigungs-Basis, weil wenn wir da Stufe 10 freischalten, können wir noch ein bisschen was von dem Halloween-Event mitnehmen. Und, ja, nee, das ist mir jetzt zu weit weg. Das ist mir jetzt zu weit weg. Das ist ja noch so ein Ding. Okay. Sag mir nicht, dass sie schon die ganze Zeit da sind. Und ich die nur nicht gesehen habe. Das wäre mir, vielleicht peinlich. So, die Steine sollten reichen. Ah, einen nehmen wir noch mit. Nutzersicherheit. Jo, jetzt aber gut. Außer der hier noch. Und der dahinter noch. Dann gucken wir uns vielleicht, vielleicht nächste Folge schon an, wie das Ganze funktioniert. Aber da müssen wir erst noch ein bisschen vorbereiten. Die Tür zu. Ja. Was möchte ich jetzt bauen? Ist hier alles aus? Da läuft noch und produziert noch. Gut. Gut, gut, gut. So, als erstes. Hier mal ein paar Steine rein. Und dann bauen wir uns... Achso, die Ätherscherben muss ich reinlegen. Einmal den biologischen Induktor. Da kommen die Angreifer raus. Das ist das erste Teil, was wir brauchen. Katsching. So, den haben wir schon mal. Den mal da rein wieder. So, jetzt können wir im Inventar einmal das Ding hier herstellen. Holz, Fasern und die Ätherscherben. So, Ätherscherben. Dann holen wir uns hier einmal. Ich habe mich doch gefragt, wie viel Holz. Nehmen wir einen ganzen Stacks eben raus. Fasern. Herstellen. So, da. Jo, können wir das wieder wegpacken. Okay, dann würde ich sagen, wir stellen das jetzt mal eine Maschinenpistole her. Da haben wir die Sachen schon mal drin. Ist doch alles drin, ja. Herstellen, F. Ausführen. Wird er?
aus. Hallo? Hallo? Warum macht er das nicht? Was, 12 Sekunden? Ich verstehe es nicht. Warum stellt er die hier nicht her? Waffenwerkbank, ja, sind wir drin. Wir haben die Materialien. Verfügbare Herstellungsvorgänge 7. Warum kann ich die nicht herstellen? Die kann ich leider nicht herstellen. Ich verstehe es nicht. Warum macht er es nicht? F. Es passiert nichts. Hey. Okay, ist mir wieder ein Rätsel, ne? Warum das nicht funktioniert? Oder muss ich die Maschinenpistole erstmal so freischalten, damit ich überhaupt das Blueprint nutzen kann. Könnte sein. Man weiß es nicht, ne? Ja, ich weiß es jetzt wirklich nicht. Sand. Will ich die Steine erstmal? Ich würde sagen, ja. Wir könnten auch bessere Küche und so herstellen. Wäre vielleicht auch mal eine Idee. Mache ich die im Inventar? Ne, die mache ich an der Werkbank, ne? Könnten einmal einen besseren Schmelzofen herstellen. Oder so eine Küchentheke. Andererseits würde ich mir das Eisen jetzt im Moment gerade gerne sparen. Für unsere Betonteile. Okay. Wie machen wir das denn? Ich weiß auch noch gar nicht, wo ich die Fallen herstelle. Wir haben 3 große. Und ein kleines haben wir fertig. Dach. Okay, lass uns mal draußen gucken. Wo wir die... Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Platzieren können. Wir müssen ja eine gewisse Größe haben. Das Ding da hinten lässt mir jetzt keine Ruhe, ne? Einfach hier auf dem Weg vielleicht.
Vielleicht sollte ich erstmal aus Holz bauen. Bis ich mir sicher bin, wie das aussieht. Also, das ist das Ding zum Anlocken. Kann ich hier schon mal nicht platzieren. Warum? Weiß ich nicht. Muss ich vielleicht erst das Ding platzieren? Das kann ich auch nicht platzieren. Vielleicht kann ich hier wieder allgemein nicht bauen. Vielleicht geht's auf der Straße nicht? Ah, es geht auf den Straßen, auf den Wegen nicht. Okay. Ich vermute mal, ich kann von den Dingern hier auch mehrere bauen. Weil mit dem Ding, das ersetzt quasi die Flagge. Nur macht halt einen wesentlich größeren Radius. Ich hatte überlegt, das Ding vielleicht hier reinzustellen. Gerade und dann... Mein Gott, warum geht das denn hier rein? Kann das nicht auf... so einer Foundation stehen? Oder ist es zu hoch? Ich sehe es nicht. Das ist, glaube ich, zu hoch, ne? Ja, gut. Dann müsst ihr aber die ganze Base wieder wegmachen. Damit die quasi hier drumherum rennen. Das bin ich ja auch nicht. Das heißt, wir müssen uns irgendwo nochmal eine gerade Fläche suchen. Möglichst gerade. Weil es, glaube ich, einfacher macht. Direkt nach mir. Köstlichen Flusswasser. Wenn, wo wir die hinbauen, ist ja letztendlich egal. Vielleicht nicht dahin, wo Füchse sind. Hier ist relativ, da ist auch schon wieder eine Straße. Sagen wir mal. Das Ding gehen wir jetzt hier hin. Das wäre das Ziel von den Viechers. Schweinchen, bleib weg. Eine gewisse Höhe, dass die da nicht drüber hüpfen können. Wir müssten, ich würde sagen, so ungefähr. Ich mache einfach mal. Hallo? So. Verdammt. Das ist natürlich an sich so. Mann. Das liegt in der Höhe, oder?
Wahrscheinlich. Nur mal eben gucken, ob das so einigermaßen. Ja, müsste einigermaßen hinhauen. Da geht's ja. Achso, der geht. Kann ich Foundation auf Foundation stellen? Nö. Das heißt, ich muss da mit Wänden arbeiten. Das gefällt mir jetzt aber nicht. Nehmen wir den nochmal weg. Warte mal. Schwierig. Also, weil ich es noch nie gemacht habe. Raumzeitmarkierungsvorräte erhalten. Ich? Was ist das? Was bedeutet das? Keine Ahnung. Einfache Foundations. Wie viel kann ich davon? 51 ist vielleicht ein bisschen viel. Machen wir 30 Stück. Okay, das brauche ich jetzt im Moment. Müssen wir das so lange da rein? Mach den auch mal so lange da rein. Kettensäge liegen wir in die Holzkiste, würde ich sagen. Da sollte ich sie am ehesten wiederfinden. Okay. Das brauche ich jetzt eine Zeit. 25, keine Ahnung. Mag jetzt nicht rechnen. Sind auf jeden Fall ein paar Minuten. Was können wir in der Zwischenzeit mal machen? Wir können gucken, ob der Loot wieder da ist. Ich wollte ja nicht tauchen, aber gut. Ich würde sagen, wir essen erstmal was. Essen kann nie schaden. Ne, ist noch nicht wieder da. Ist da hinten rüber. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Ich will jetzt auch nicht unsere ganze Munition verballern. Sind wir da in dem Gebäude schon gewesen? Weiß ich nicht. Ich glaube, das war auch sowas mit so Fahnen dran. Kann das sein? Gleich mache ich mir wieder wie mein virtuelles Höschen. Ich sehe es schon wieder kommen. Sagen, was ist das? Das ist von meinem Visier. Wow. Wer einen Gegner sieht, sagt Bescheid, ja?
Ich sehe einen. Schon. Hallo? Böser Baum. Oh, Lederhelm. Ein besser, glaube ich. Junge, ich trau dir nicht. Ist er jetzt aggressiv oder nicht? Wo guckst du hin? Da ist noch einer. Okay, er ist nicht aggressiv. Ein Tier, das nicht aggressiv ist. Halleluja. Alter. Halt er nicht still. Warum treffe ich den nicht? Ebenso. Steinfundament. Brauchen wir nicht. Oder ist das irgendwie besser? Grünes Bild. Was heißt denn das? Das wüsste. Aber nie. Komm. Oh, nicht auf mich schießen. Du Schurke. Gehen wir ein bisschen nach hinten. Dunkel. Na geht doch. Du Schurke. Scherben. Was wird wirklich, glaube ich, gleich zu dunkel, um hier weiterzumachen. Was sagt die Uhr? 17.37 Uhr. Da läuft einer rum. Da oben habe ich eben einen gesehen, da. Wisst ihr was? Das ist mir jetzt so riskant. Weil wenn da nämlich wirklich dunkel wird, dann sind wir nämlich auch ruckzuck tot. Und da habe ich keine Lust drauf. Noch eine Scherbe. Können wir lieber mal nach dem Helm noch gucken. Und was unsere... Beton Foundations machen.
hier eigentlich wieder Loot? Ne. Ich weiß immer noch nicht, wann das wieder respawnt. Das ist ja auch das Schöne an neuen Spielen, ne? Wenn man nicht alles weiß. Finde ich zumindest. Deswegen gucke ich ungern nach irgendwelchen Videos oder so. Aber manchmal geht es nicht anders. Wenn man die Lösung nicht findet, findet man sie nicht, ne? So. Was machen denn unsere Betonsachen? Da sind die 30 Foundation schon mal fertig. Sehr gut. Dann haben wir kaum noch Kalk. Ton. Wolfram. Egal, kann ich die rausnehmen. Ja, vergammeln uns wahrscheinlich alle. Da kann man mal ausmachen. Wo hatte ich denn diese Bücher? Den einen Stein mit da rein. Rüstung. So. Kann ich den jetzt herstellen? Rüstungswert 102, Haltbarkeit 150. Also, im Vergleich zu dem anderen, oder was? Ja, was soll's. Ah, tatsächlich. Wir können den anderen nicht herstellen, weil wir das Grundrezept dafür noch nicht können. Okay. Das müssen wir auch wissen, ne? So. Dann ziehen wir den an. Und den packen wir da rein. Er geht nicht dahin, wo wir den haben wollen. So. Jo, dann würde ich sagen, wenn es wieder hell wird, platzieren wir als erstes mal unsere Foundations. Gucken mal, was mir da so einfällt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.